Eine große Persönlichkeit begeht ihren runden Geburtstag. Ein Mensch, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, anderen Menschen Freude zu bereiten. Sie merken schon, ein Politiker wird das wohl kaum sein. Inge Meisel, die große deutsche Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin, wird 90. Kamerateam war heute Nachmittag in Bullenhausen, als die große Schauspielerin abgeholt wurde zu ihrem Fest. Na endlich sind Sie da. Guten Morgen, Frau Meisel, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte Sie gerne... Was möchten Sie? Ich möchte Sie gerne mit... Nur hören Sie lieber auf. Ich bin nämlich sehr eilig. Wir wollen Glückwunsch drehen. Zum Geburtstag, Frau Meisel. Tausend Dank. Das ist aber nett von Ihnen. Bitte tragen Sie es, ja? Ich muss doch zur Sendung. Ja. Es ist alles sehr spät geworden. So, danke. Wir haben draußen soeben mal einige von Ihnen, meine Damen und Herren, befragt und um Ihre Meinung gebeten. Und da schauen wir jetzt mal rein. Was wünschen Sie Inge Meisel zum 90. Geburtstag? Nochmal 90 Jahre natürlich und vielleicht gäbe es eine kleine unverbesserliche Reunion. Dass sie körperlich und geistig so fit bleibt, wie sie jetzt ist. Dass sie mindestens 100 wird und dass sie auch den bissigen Humor nicht verliert. Ja, ich wünsche ihr, dass sie so ein taffes älteres Mädchen bleibt. Dass sie ihre freche Schnauze nicht verliert. Inge, alles, alles Gute, alles Liebe. Dein Jan. Meine Damen und Herren, liebe Gäste, hier ist sie. 90 Jahre, kein bisschen leise. Inge Meisel. Guten Abend. Dich habe ich gar nicht erkannt. Zum ersten Mal in Rot. Ja, das stimmt. Ihnen zu Ehren habe ich mir das einfallen lassen. Ich bin immer rot gewesen. Zur Einstimmung Ihres Lebens 90 Bilder über 90 Jahre. Glückwünsche aus der alten und neuen Hauptstadt überbringt Ihnen der wohl populärste Botschafter jetzt. Sie standen mit ihm zusammen auf der Bühne am 14. März 1955 in der Komödie am Kurfürstendamm. Von da aus
nahmen sie beide dann auf getrennten Wegen die Welt in den Arm. Herzlich willkommen, Harald Juhnke. Sie sieht sehr gut aus, ist sehr elegant. Diverse Klunker trägt sie an der Hand. Sie trägt die Minis nur knapp bis zum Knie. Ich glaub, die Lady schaff ich nie. Sie hat auch Freunde, ich weiß nicht wie viel. Für sie ist alles ein ganz heißes Spiel. Ich möchte sie küssen, ich frag mich nur wie. Ich glaub, die Lady schaff ich nie. Ein ganzes Jahr schon hält sie mich hin, das tut mir weh. Okay, okay. Nur ein Versuch noch mit viel Fantasie. Ich glaub, die Dame schaff ich nie. Ich glaub, die Lady. Ich glaub, die Lady. Ich glaub, die Lady schaff ich nie. Ein Leben hier lang ist es her, dass ich dich geküsst habe auf der Bühne. Also das muss ich wieder machen. Ja, gern. Du, ich habe noch einen anderen Gratulanten draußen. Ja? Ja, willst du mal sehen, ein Movie? Er ist ein, den würde ich aber gern. Ein Neuberliner. Ein Neuberliner? Wo ist er? Wo ist er? 90 Jahre Inge Meisel. Ein Anlass zu herzlichem Glückwunsch für eine großartige Frau. 90 Jahre, das sind auch 70 Jahre Schauspielkunst, und zwar herausragende Schauspielkunst. Das sind 35 Jahre Fernsehen in einer Fülle unterschiedlichster Rollen mit großer Prägung und mit deutlichem Profil. Leider sind es auch 12 Jahre Auftrittsverbot im Dritten Reich. Aber da sehen wir, wie wir uns selber ärmer gemacht haben. Inge Meisel gehört zu den ganz Großen in der Kunst des Schauspiels, in der Darbietung des Literarischen bis hin zur Kriminalgeschichte, die sie spät entdeckt hat und in der sie eine bedeutende Rolle gespielt hat. Ich gratuliere von ganzem Herzen und freue mich mit Inge Meisel. Die Meisel und Krimis, das hat man sich lange nicht vorstellen können. Ein eher ungewöhnliches Genre für Sie. Hier ein Ausschnitt aus einem Meisel-Krimi. Du sollst doch nicht so lange wegbleiben. Warum bist du nicht im Bett, Oma? So ist das wieder. Komm, sag mal. Komm. Das ist bloß für die Karnickel. Die muss ich noch füttern. Um die Zeit? Und mit Butter? Machst du, Peppel, ja. Vater! Gibt's sonst noch was du mir sagen müsstest? Ach, Junge, irgendwas ist doch mit dir. Ich hab eine Frau. Ihr Partner aus Polizeiruf 110. Film und Bühne sind sein Metier, dazu ist er Sänger. Ein umfangreiches Multitalent. Herzlich willkommen, Dominik Horwitz. Applaus
liebe Frau Meisel, als ich 1996 das Angebot bekam, in diesem Polizeiruf 110 mitzuspielen, und ich erfuhr, dass Sie ab dem 1. April desselben Jahres meine Oma sind, dachte ich, oh Gott, was wird sie denn mit mir machen? Wahrscheinlich wird sie mich gnadenlos an die Wand spielen. Oder noch schlimmer, mir als gestrenge Großmutter die Enkelohren langziehen. Aber das Gegenteil war der Fall. Ich habe sie als Kollegin erleben dürfen, die am Drehort aus jeder Probe eine Theaterprobe machte und die Größe besaß, mich als jungen Schauspieler mitgestalten zu lassen. Danke, danke, dass Sie gekommen sind. Ich begrüße jetzt einen Gast, der es in seinem Leben mit unzähligen Frauen zu tun hat. Mit jungen, mit älteren, mit dickeren oder mit dünnen, mit sogenannten Prominenten oder auch Unbekannten. Und er ist der einzige Mann, der es regelmäßig geschafft hat, Inge Meisel den Kopf zu waschen. Hier ist ihr Friseur, Udo Walz. Guten Abend, Udo. Eva, guten Abend. Ist es richtig, dass Sie einen Rekord hält bei Ihnen, nämlich den der längsten Dauerbehandlung? Ja, da entsinne ich mich dran, Frau Meisel. Wir hatten, glaube ich, 35 Stunden zusammen zu tun. Ich habe die Haare grün gefärbt. Warum bitte? Schiefgegangen. Ach so, kann ja passieren. Und wir fingen Freitagabends um 4 an und waren eigentlich fertig Sonntagnachmittags um 5 im Kempinski. Ist das so? Genau. Wie geht's Ihnen denn eigentlich seelisch und mental, wenn Sie sie wunderschön frisiert haben und sie anschließend dann den Hut aufsetzt? Also, ich würde sagen, weltweit ist Frau Meisel die Einzige, die das darf. Und ich amüsiere mich, wir freuen uns. Ich bringe Sie zur Tür und sage, Hut auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Udo Walz. Danke. Liebe Inge Meisel, können Sie sich erinnern, wann Sie zum ersten Mal auf einer Filmleinwand gesprochen haben? Filmleinwand? Ja. Nein, das weiß ich nicht. Es war ein deutscher Film. Er spielte in Frankreich, 1932. Der Film hieß Großstadtnacht. Großstadt, ja, natürlich. Wollt ihr jetzt antworten? Oder nicht? Wo ist Madeleine? Ihr müsst es wissen. Ihr steckt alle unter einer Decke. Ja, habt ihr denn kein Mitleid mit den armen Angehörigen dieser schwer gebeugten Tante und dem Gram durchfurchten Onkel und diesem aufstrebenden jungen Mann, der die unglückliche Madeleine einmal als Weib einführen soll? Und damit begann eine beispiellose Karriere. Ihr Theaterweg führte sie steil bergan. Anschließend wurde es dunkel. 1933, das Dritte Reich. Das hieß für Inge Meisel 12 Jahre Berufsverbot. Am Tag, als der Naziterror vorüber war, sagte ihre Mutter, Inge, wenn es jetzt an der Tür klingelt, dann brauchst du keine Angst zu haben. Dann ist es der Milchmann. Ein neuer Anfang, wieder Theater, wieder erste Rollen und dann kam das Fernsehen. In der Produktion im 6. Stock, das war immerhin vor 50 Jahren, gab es einen jungen Mann, der eine bemerkenswerte Karriere gemacht hat und der ist heute Abend hier. Klaus-Jürgen Busse. Ein junger Liebhaber. So. Guten Abend, Herr Busso. Guten Abend. Wie geht's? Danke, gut. Fein. Ich hoffe, Ihnen auch. Ich bin nervös. Ich auch. Aber sehr. Ja, es war im 6. Stock. Es ist ein halbes Jahrhundert her.
Frau Meisel kam zu mir in die Wohnung, klingelte. Ich machte auf, aber hörte auf zu sprechen, weil nämlich der Hut von Frau Meisel vor mir war und ich nicht zu sehen war. Und das ging ein paar Mal, bis dann Johnny Olden sagte, aber Inge, der Klaus merkt doch, dass du mit deinem Hut ihn abdeckst. Lass es doch bitte. Und dann ließ sie es und es war wunderschön. Und diese Szene, blöderweise, ist in dem Film, den man gefunden hat, nicht drin. Aber es gibt eine andere Szene. Und zwar, würde ich sagen, ist das die Marzipan-Szene, wo sie mir mein ganzes Marzipan aufgefressen hat. Und die könnten wir jetzt eigentlich sehen, nicht? Das machen wir jetzt. Na, bitte. Was, spielen Sie Gitarre? Ein bisschen. Schicken Sie das. Chansonnier. Chansonnier? Ich meine richtig als Beruf, ja? So Rundfunk, Fernsehen? Na, noch nicht ganz. Ich will erst einer werden. Offiziell studiere ich noch. Oh Gott, wird sich da mein Max aber freuen. Der doch die Intellektuellen so gerne. Ja, mich hat er auch nur genommen, weil ich eine Intellektuelle bin. Aha. Ja, ich habe natürlich gleich gesehen, dass Sie in dieses Milieu nicht so recht reinpassen. Nein, wir haben ja nur Pech gehabt. Aha. Aber das wird sich... Das Marzipan. Es ist so gerne. Wird sich aber bald ändern. Max steht nämlich vor einem ganz großen Abschluss mit dem Amerikaner. Ich sage, ihm geht um zigtausend Jahre. Na, also, kann ja gar nichts mehr passieren. Ja, aber was ich Ihnen noch sagen wollte, nämlich bei unserer Hausmeisterin in Acht, ja? Die bedient ja eingemöblierte Herren und mit allen hat die was. Widerlich, ne? Oh, finde ich reizend. Ha, diese Männer. Ist sie hübsch? Nee, fett. Da haben sie auch unten sitzen sehen. Aber das ist die Schwester von Frau Marie, Sie verstehen. Zwei Schwestern. Eine Hausmeisterin, andere Hauswirtin. Muss ja schon kommen, ne? Mein Kleiner, muss es jetzt gehen? Also... Naja, bis morgen, ja? Adieu. Frau Lescaillier. Hm? Dann nehmen Sie doch noch eins. Nett sind Sie aber. Wirklich. Sehr nett. Und Ihr Ehemann John Olden führte Regie. Klaus-Jürgen Wusso, wir haben ein paar Meter Film, liebe Inge Meisel, gefunden, die Ihren Mann John Olden bei der Arbeit zeigen. Die gucken wir uns jetzt an. Golden Boy klingt vielleicht ein bisschen ausländisch in Ihren Ohren, aber wir haben uns entschlossen, diesen englischen Titel zu lassen, denn die wörtliche Übersetzung Goldjunge würde wahrscheinlich nicht zutreffen. Es handelt sich um eine Boxergeschichte des berühmten amerikanischen Dramatikers Clifford Odets. Und wir haben geradezu eine ideale Besetzung mit René Deltgen, Hildegard Knef, Leonard Steckel, Klaus Kammer. Und wir hoffen, dass wir Ihnen damit im Herbst einen schönen Abend bereiten können. Das ist das einzige Dokument, das es zu finden gab. Klaus-Jürgen Busso, herzlichen Dank. Ist das Marzipan? Ach so. Ich habe nichts gesehen. Das, nein, das bitte ist nicht drin. Ja, das krieg ich doch. Ach so. Ja, eben. Nehmen Sie alles raus und essen Sie es. Aber nicht alles jetzt. Wollen wir ihr alles, Liebe, ein, zwei schenken? Eins. Eins? Gut. Soll ich es bringen? Du warst immer sparsam. Ja. Ja. Aber die Rose. Die Rose, ja, die Rose bleibt hier. Die bleibt hier. Das ist das Problem. Die wollte er so mit nach Hause nehmen. Ihr soziales Engagement ist wichtiger Teil Ihres Lebens und Unrecht reizt Ihren Widerspruch. Das wissen wir alle, gnädige Frau. Dummheit macht Sie wütend und so wundert es natürlich überhaupt niemanden, dass 1978 einige Damen und unter anderem Sie, nämlich Alice Schwarzer, Luise Rinser, Inge Meisel, Erika Pluha, in einem spektakulären Prozess gegen den Stern vor Gericht zogen. Der Sexismusprozess, wie man ihn damals nannte, polarisierte die Öffentlichkeit und sorgte für heiße Diskussionen. Prominente Frauen verloren ihren aufsehenerregenden Sexismusprozess gegen das Magazin Stern. 10 Frauen, unter ihnen Inge Meisel und Emma-Herausgeberin Ali Schwarzer, hatten einen Prozess gegen den Stern angestrengt. Ihre Begründung? Titelseiten stellten Frauen als reines Sexualobjekt dar. Als Sternchef Henry Nann die Mitklägerin Inge Meisel begrüßte, demonstrierten einige Zuschauer kurz ihr Missfallen.
Das Gericht erkannte in der Urteilsbegründung zwar das Anliegen der Klägerinnen als berechtigt an, wies die Klage jedoch aus mehreren Gründen ab. Das Urteil, so jedenfalls das Gericht, hätte in 20 Jahren anders aussehen können. Inge Meisel meinte zu den auf sie zukommenden Prozesskosten. Das ist nett. Ich habe hier schon Briefe mit 500 Mark und 200 Mark alles. Starke Frauen haben sie immer gespielt. Starke Mütter, starke Ehefrauen, Salondamen, Frauen aus dem Volk, vornehme Ladies. Diese Rollen hatten alle eins gemeinsam, nämlich erstens, es waren resolute, starke Frauen und zweitens, sie prägten. Sie prägten sich ein beim Publikum. Dreh dich gefälligst um, du Miststück. Nimm die Hände hoch. Oh. Ernest Beavers, du hast dich bei uns eingeschlichen. Und irgendwie hast du Hesel, die eins der süßesten Mädchen von Julingham war, rumbekommen, dass sie dich geheiratet hat. Lass mich! Ich sag ihm, was ich ihm immer sagen wollte. Mein Mann hätte doch nicht geduldet, dass so eine großsprecherische kleine Ratte wie du auch nur eine Sekunde in unsere Nähe gekommen wäre. Und ich wundere mich auch gar nicht, wenn du mir sagst, dass du uns immer gehasst hast. Du wage es nicht, mir noch ein einziges Mal unter die Augen zu kommen. Einen Tag möchte ich nur an Hesels Stelle sein und dann würde ich es dir schon zeigen. Och, du und meine Tochter. So! Und jetzt mach, dass du rauskommst. Ist es übertrieben, dass sie mir meinen Mann ermordet haben? Übertrieben, dass wir Frauen vor Angst, ob unser Männerheil nach Hause kommt, kein Auge mehr zumachen? Also in unserem Block, ja, da war ein Junge, der war 16 Jahre alt. Der hat Flugblätter für die Falken ausgetragen. Nur Flugblätter, sonst nichts. Dem haben sie den Schädel eingeschlagen. Und was ist denn mit den Männern, die sie in der Silvesternacht ermordet haben, mit Schneider und Graf? Der eine, der war doch Bezirksvorsitzender vom Arbeiter-Sängerbund und der andere war Mitglied der SPD. Ist denn das ein Verbrechen? Und was ist denn mit den Kindern vom Jungfanner, die sie zusammengeschlagen haben, als sie vom Sportplatz kamen? 100 Nazis gegen 12 Jungs. Ist das übertrieben? Juppie, wenn ich dich zu Unrecht verdächtigt habe, bitte verzeih mir. Du hast mir wehgetan. Ja, ich weiß, das ist immer diese dumme Eifersucht. Ach, Juppie, jetzt wäre ich vor Glück gleich ganz sinnlos. Ach, du lieber Gott, doch nicht vor all den Leuten. Hm? Ach, Juppie, du kannst doch so viel. Kannst du dich nicht mal alle wegzaubern? Ich bleibe im Rollstuhl. Das geht nicht, das ist Ihr ganz persönlicher Stuhl. Wir haben ihn extra für Sie bereitgestellt. Gestern ging's doch auch. Dieser Stuhl ist unbequem. Außerdem hasse ich Plastik. Fühlt sich so kalt an. Aber Sie brauchen einen abwaschbaren Stuhl. Ich setze mich hin, wo ich will. Und ich pinkle hin, wo ich will. Wie war denn Ihr Landgang, Mademoiselle? Oh, wie immer. Es stört mich an. Sie haben wohl die ewige Jugend gepachtet. Ja, Roger, ich warte darauf, dass ich mal alt werde. Aber es dauert und dauert. Wir kommen jetzt zu einer anderen starken Frau. Man sagt, sie sei zierlich und zerbrechlich. Dabei zählt sie seit Jahrzehnten zu den Besten, was die internationale populäre Musik zu bieten hat. Und sie hat Weltkarriere gemacht. Sie schenkt uns, ganz besonders Ihnen, Frau Meisel, heute Abend einen ihrer ganz seltenen Auftritte. Ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Willkommen, Esther Uffering. A bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned saved all my ribbons for thee. If I
you can just let it go. A baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by the sun and by all that I have done, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch. He said to me, "You must not ask for so much." And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, "Hey, why not ask for more? Like a bird on a wire, like a drunk tried in my way to be free." Wäre. Die besten Theater- und Filmautoren haben für sie geschrieben, haben mit ihr gearbeitet. Der Dramatiker Rolf Hochhuth hat eigens für sie die Hebamme geschrieben. Paul Gellicow hat für sie gearbeitet, Kurt Flatow und viele der ersten Liga. Wie es hinter den Kulissen zugehen kann, wenn über einen Meiselstoff verhandelt wird, das sehen Sie jetzt. So, Sie wollten also über ein Drehbuch mit uns sprechen. Na, schießen Sie mal los. Wir wollten eigentlich mit Frau Meisel persönlich. Wir sind aber nicht da, ne? Also, was soll das für ein Drehbuch sein? Ich meine, ist es was Politisches oder aus dem religiösen Bereich? Herr Gott, Kinder, nun lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehen. Oder ist es eine Komödie? Oder was mit Liebe und Sex? Sex? Ja, wenn's die Rolle verlangt. Wir sind da nicht mehr so kapriziös. Ich meine, das kommt natürlich immer auf die Partnerin, auf den Partner drauf an, nicht? Wer soll denn da überhaupt mitspielen? Also kommt uns jetzt bloß nicht mit alten Leuten. Das will heutzutage niemand mehr sehen. Die halten auch bloß auf. Jetzt zeig mal her den Quatsch. Was hast du dir denn da ausgedacht? Gib mal her. Habt ihr euch wieder eine Rolle reingeschrieben, was? Na ja, wenn man schon auf Produktionskosten nach New York kann. Herrgott nochmal, das ist ja wieder ein Wälzer. Ich soll wohl alles auf einmal spielen. Ich weiß nicht, warum die Leute immer so tun, als wäre das unser letzter Film. Die sind alle bekloppt. Hallo? Ja? Ach so, wir warten hier in Ihrer Garderobe auf Sie. Ach so, dann haben wir uns wohl missverstanden. Ja, ja, wir kommen raus nach Bullenhausen. Ja, wir bringen Kuchen mit. Nein, wir machen keinen Dreck und ziehen die Schuhe aus. Ja, ja, bis gleich.
hinterm Deich. Tja, dann wollen wir mal. Ach, schade, ich dachte, die Blumen bleiben hier. Nee, nee. Und Sie auch nicht. Hat uns besonders interessiert. Es war die letzte Produktion mit Ihrem großen Freund, dem unvergesslichen Wolfgang Kieling. Alfred, reden Sie nicht so viel. Rufen Sie ein Taxi. Ja, wir können auch mit der U-Bahn fahren, Jettchen. Mein Gott, sind Sie wieder umständlich. Gehen Sie rauf, holen Sie Ihren Mantel und ich rufe jetzt das Taxi. Da habe ich mir beinahe gedacht. Ja, niemals. Weil Sie wie immer nicht fertig geworden sind. Wie immer. Aber das Taxi war ja noch nicht mal da, als wir runterkamen. Ja, wieso wollen Sie denn schon wieder gehen? Dann soll ich mir hier einen abfrieren? Ja, jetzt ist eine Wärmeflasche mitnehmen sollen. Ibens. Der Produzent dieses Films ist eine sehr lebendige Legende wie Sie, verehrte gnädige Frau. Er ist der Erfinder von Fernseh-Highlights wie die Schwarzwaldklinik oder das Traumschiff. Herzlich willkommen, Wolfgang Rademann. Komm mal her, Inge. Der Wolfgang Kieling, die Geschichte wird die Inge selber wahrscheinlich ja nicht kennen. Er hat nachher zu mir gesagt, also jetzt habe ich die Bambis, die Kameras, die ganzen Preise. Aber seitdem ich mit der Meise gespielt habe, kennt mich erst meine Putzfrau. Ich finde es ganz toll, dass wir hier ein Denkmal putzen. Denn Inge ist ein Denkmal, ist eine Legende und davon haben wir in Deutschland nicht mehr so viele. Und ich finde das grundsätzlich. Die Inge Meise, und das ist eigentlich der Grund, warum ich hier bin, Frau Hamann. Ja? Die Inge Meise hat eine Geschichte, die sie selber nicht kennt. Sie ist nämlich eine Karteileiche im Pentagon. Inge, ist Folgendes passiert. Wir haben das Geschenk gedreht in Berlin mit Wolfgang Kieling. Und wir haben Aufnahmen, Winter, Kurfürstendamm, Schnee, Eis und alles in Ordnung, abgedreht. Plötzlich kommt die Nachricht aus dem Kopierwerk in Wiesbaden. Die Filmrolle mit der Inge da im Schnee in Berlin, die fehlt. Was sagen wir, was ist nur los? Wo sind die abgeblieben? Also Weihnachtsbeleuchtung, Kurfürstendamm, richtig schön so, alles, was da geschmückt war mit Kerzen. Und dann sind wir zum Berliner Senat hingegangen und haben gesagt, wir müssen das noch stehen lassen. Wir brauchen jetzt Schnee. Also 3 Wochen lang blieb in Berlin der Kurfürstendamm geschmückt. Die Berliner haben schon Briefe geschrieben. Die haben schon gesagt, der Senat ist verrückt geworden. Wochen später, Evelyn, Wochen später, kommt plötzlich vom Verteidigungsministerium, da aus Washington, kommt da so ein Brief, hier liegt eine Filmrolle rum. Ja, wie kommt die denn da hin, um hier mitzuhören? Da haben die Penner M-Fritzen damals das falsch gefrachtet, ist irgendwo nach Washington gegangen, die haben das Ding kopiert bei der Army, haben sich das angeguckt, wussten natürlich auch nicht, wer die Meise ist, aber die deutsche Höppern, ja, prima. Und dann mit einmal kamen die an und sagten, was machen wir nun damit? Sag, na Mensch, der Film ist schon fast gesendet, wir haben ja nachgedreht, die Berliner denken heute noch daran. Das war das Geschenk damals mit dem Wolfgang Kieling, der damals erst richtig wusste, wie berühmt er ist, nachdem er neben Inge gespielt hat. Toll. So, Inge, jetzt komme ich. Und wenn du mich jetzt küsst, dann wasche ich mir nie wieder. Ja, dann wasche ich mich auch wieder. Da oben! Ja, okay. Wenn früher an großen Fürstenhäusern runde Feste gefeiert wurden, dann durfte der Traumtenor natürlich nicht fehlen, der sozusagen dem Jubilar die Ehre gab. Gnädige Frau, das reicht nicht. Ein Tenor reicht nicht. Für Sie sind heute 3 gekommen. 3 Junge. Die 3 jungen Tenöre. Hier sind sie. Stundenuhr treibst du lang schon Spaß,
Mega-Erfolg Die Unverbesserlichen, die zwischen 1965 und 1972 regelmäßig zum Muttertag die Straßen leer fegten, begann die Ära des Serienstars Inge Meisel. 22, das erste Mal. Bitte. Ich habe mich nur erschrocken. Bitte, Frau Stolz. Wie kommt das nur? Hier oben ist noch zu viel Weite. Sie sind zu dünn. Aus! Nee, Kinder, so geht das nicht. So ist er doch gar nicht mehr im Bild. Frau Stranitzky, warum gehen Sie nicht an die Hofmeister ran? Ich beiße nicht. Ja, wieso? Ich kann ja nicht arbeiten ohne Brille. Ich bin ja weitsichtig. Ach, dann wird die Naht eben schief. Darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Ja, Ihnen vielleicht nicht, aber mir, denken Sie, was sollen denn meine Lehrlinge überhaupt von mir denken? Ich werde doch nicht fuschen vor Millionen von Fernsehzuschauern. Frau Stranitzky, entschuldige bitte, Anja. Pass auf, Frau Hofmeister wird sich dann eben mit dem Rücken zudrehen, ja? Dann sieht man die Naht eben nicht mehr und dann geht es, nicht wahr? Das geht. Ja, und jetzt bitte Aufnahme, ich möchte Sie endlich im Kasten haben. 22, die 2, Schnapsnummer für die Produktion. Schnaps? Bitte. Hier ist noch zu viel Weite. Wie kommt es nur, dass Sie so dünn geworden sind? Wenn ich ein Stückchen Torte... Ich weiß, bei Torte gehe ich runter. Oh, ich kann nicht. Sind Sie denn wahnsinnig? Wir drehen haben doch hier. 22, die 3. Das 10. Mal. 21. Mal. 22, 25. Hier ist noch zu viel Weite. Wie kommt es nur, dass Sie so dünn... Au! Entschuldigung, war meine letzte Stecknadel. Kann ich mehr. Geh jetzt nach Hause. Das ist er. Gertrud Stranitzky und Ida Rogalski waren das, die Ende der 60er Jahre als starke Frauen wieder Spuren hinterließen. Der junge Produktionsleiter, der diese Serien damals betreute, ist heute Produzent von Fernsehereignissen wie Liebe und weitere Katastrophen, Dr. Schwarz und Dr. Martin, beide mit Senta Berger und Friedrich von Thun, Anwalt Abel oder auch die Serie Nicht von schlechten Eltern. Hier ist Bernd Burgemeister. Meister. Ja. Kann man sagen, dass Sie damals durch die ganz, ganz harte Schule gegangen sind? Kann man so sagen, weil wir waren hier in Hamburg auf dem Studio Hamburg-Gelände das jüngste Produktions- und Aufnahmeleiterteam und ausgerechnet uns vertraute unser Produzent Jula Trebitsch diese Produktionen an. Und Frau Meisel war schon damals im besten Sinne des Wortes ein Vollprofi. Sie brachte alle im Team zur Verzweiflung, weil sie jeden Fehler, der aufkam, schon im Aufkommen erkannte, die Lösung parat hatte und die dafür zuständigen Kollegen waren immer leicht angefressen, dass sie gleich die Lösung sagte. Haben Sie sich nicht damals gewundert, dass der Produktionsfahrer täglich 2 Stunden verschwunden war? Ja, das war ein Problem. Das war ein Problem, weil wir mussten ja die Kohle zusammenhalten für unseren Produzenten und ich bekam auf einmal so viele Taxiquittungen auf den Tisch. Da habe ich zu meinen Kollegen gesagt, einer sitzt da, wir haben doch einen Produktionsfahrer. Dann haben sie gesagt, ja, du weißt doch, die Inge geht, wenn wir im Studio drehen, ungern in die Kantine mittags in der Mittagspause. Und sie geht lieber in ihre Garderobe. Und dort hat sie besonders gern 3 hauchdünn geschnittene Scheiben des gekochten Schinkens, liebe Inge, vom Stadtschlachter am Gänsemarkt. Rahl steht Gänsemarkt, starker Verkehr. Da ist der Mann schon mal 2 Stunden unterwegs. Und da sammeln sich die Taxenquittungen. Sagen meine Kollegen zu mir, ja, willst du ihr das abschlagen? Ich sage, das lösen wir anders. Der fährt morgen noch einmal und kriegt ein Trinkgeld in die Hand für die Verkäuferin vom Stadtschlachter und lässt sich 20 Stück Papier vom Stadtschlachter geben. Und ab übermorgen werden die hauchdünn geschnittenen Scheiben da drüben beim Sparladen gekauft. Und Inge wird sie lieben. Inge, ich denke, es ist heute der richtige Zeitpunkt, das mal zu beichten. Ich nehme es. Was ist das, der Schinken? Ja. Wir hatten noch 13 Nein. Drehtage vor uns. 3 mal 13 sind 39. Ja? Hier sind die 39 Scheiben des gekochten Schinkens. Nicht so ganz hauchdünn geschnitten, aber vom Feinsten. Herzlichen Glückwunsch.
das mache ich gut. Nehme ich Sie hier an oder stelle Sie da hin? Ich stelle Sie da hin. Besondere Frauen haben besondere Wünsche. Ne? Darauf bestanden Sie damals, das musste sein. Mhm. So wie Sie ja auf anderen Dingen auch bestehen und auch da nicht locker lassen, denn zum Beispiel wollte ja die Gemeinde Bullenhausen Ihnen etwas Gutes tun, als sie damals Ihr Haus eindeichen wollte, als Schutz vor dem Wasser. Ja. Inge Meisel entschied, die Erhöhung der Flutdeiche reicht, die Aussicht auf die Elbe lasse ich mir nicht nehmen, zur Not schwimme ich. Schöne Aussicht. Ja, aber nicht mehr lange. Wieso? Gibt's Nebel? Nee, aber wenn Sie jetzt den Deich da höher machen wollen. Machen Sie ja nicht. Was? Nee. Wieso nicht? Da hat die alte Frau im Haus da gegenüber was dagegen. Ach, die Schauspielerin? Jo. Ja, aber was ist denn, wenn die Flut kommt? Dann ist in Bullenhausen Land unter. Ja, aber das kann die doch nicht wirklich wollen. Doch, das kann die. Die ist beim Fernsehen. Wie, wenn die das will, dann ist hier überall Land unter. Aber nur, wenn die Flut kommt. Schade. Was? Meine Verlobte hat die immer ganz gerne gesehen. Ja, wie ein Flut auch. Ja, aber wenn jetzt wegen der hier überall Land unter ist, dann saufen wir ja nicht gleich ab. Nee, aber wir können dann auch kein Fernsehen mehr. Aber schöne Aussicht, ne? Hinter über 120 Film- und Fernsehrollen, liebe Inge Meisel, die Sie uns geschenkt haben, liegt natürlich auch ein spektakuläres Theaterleben. Und das wollen wir heute Abend ebenfalls würdigen. Annähernd 100 Rollen, ca. 5200 Vorstellungen aus der Provinz über Berlin und Zürich nach Hamburg. Ein anstrengender Weg, den Sie nie vergessen haben. Ach, Karl, die Nacht, sagt er. Die Nacht verjährt sich in meinem ganzen Leben nicht. Entschuldige bitte. Na was denn? Brauchst du doch nicht zu entschuldigen. Bist eben mal aus der Pantinen gekippt, das kann doch vorkommen. Aber das könnte so passen, du. Dir wegzuschälen und uns erlehen zu lassen. Hm? Was sollen wir ohne dir anfangen? Du bist doch das Wichtigste hier. Nee, das bist du. Ach, red keinen Unsinn. Ohne mir geht's nicht, aber du bist der Wichtigste. Mama! Leb wohl, Mama. Mein Kind. Mein armes, armes Kind. Wir müssen versuchen, einander zu lieben. Also bitte linken Fuß vor. Den linken, wenn's beliebt. Ist der linke? Nein, das ist der rechte. Der rechte, ja, Sie haben recht. Also bitte Gewicht. Zittern Sie nicht? Nein. Eins, zwei, drei und untertauchen. Oh, schön. Auch noch mal, ja? Ja? Eins, zwei, drei und untertauchen. Auch gleich noch mal. Eins. Zwei, drei und unter. Ich hab da keine Ruhe gelassen, damit du mit deinem Kind unterwärts nicht in Wasser gehst. Ich spring in Landwehrkanal, Mutterjohn. Ich hab wirklich ein Kind, das dir sagt. So ich den lieben langen Tag und manchmal noch der halbe Nacht, bis ich da hier habe ein Bett gepackt und so lange gestreichelt, bis du mal bist endlich eingeschlafen. Hast du denn nicht alles vergessen, was? Aber überhaupt Ihre Manier, mich ständig ja als Angeklagte zu titulieren. Wer ist denn hier überhaupt angeklagt? Angeklagter der Missachtung des Grundgesetzes sind doch jene Behörden, die in diesem Lande 800.000 Menschen in Gehäusen halten, die kein Tierschutzverein für Pferde und für Hunde mehr zulassen. Wo bleibt das Vergnügen? Mein Vergnügen? Mr. Kemper, wenn Ihr Künstler einen Berg malt oder ihr malt einen Fluss, dann verändert ihr doch alles ein wenig, nicht wahr?
Die Natur, die ist doch niemals ganz befriedigend. Die muss korrigiert werden. Tja, sehen Sie, ich bin wie Ihr Künstler. Ich finde das Leben, wie es ist, nicht interessant genug. Ja, das Leben, wie es ist, das langweilt mich. Und deshalb tue ich dies und tue jenes, habe meinen ein bisschen hier drin, habe meinen ein bisschen da drin, beobachte, höre zu. Und meistens amüsiert mich alles. Du hast doch den armen Jungen hier so verbläut. Dein Junge, der ist zu mir gelaufen gekommen. Da hat er so viel blaue Beulen gehabt, dass an seinem ganzen Leibe kein Flecke nicht mehr heil war. Und nu tut er hier auf einmal wie nicht recht verrückt. Hier. Ist nicht! Das gebe ich nicht zu, Herr Vorsteher! Mein Josef ist kein Verbrecher, nicht! Ich habe sachte weg ganz vor mir stille gelebt und nun bin ich hier heute in eine Maschine geraten. Da müssen man erst die Indizien sind. Eine entscheidende Rolle in Ihrem Theaterschaffen spielte das Thalia-Theater in Hamburg. Erstens gehörten Sie jahrelang zum Ensemble und zweitens trafen Sie hier Ihren Ehemann John Olden. Die Grüße des Hauses übermittelt Ihr Schauspielerkollege, Regisseur und langjähriger Intendant des Thalia. Wir rufen Peter Striebeck. Sie sind aufgeregt? Aufgeregter als bei einer Premiere, ja. In Ted Willis Frau im Morgenrock haben Sie große Erfolge gefeiert, Sie beide, in Berlin und in Hamburg. Wie war das für Sie damals als junger Schauspieler an Ihrer Seite zu spielen? Es wurde in Hamburg ein großer Erfolg und in Berlin fast ein noch größerer. Wir hätten das endlos spielen können, das Theater war immer ausverkauft. Und ich hatte also einen wunderbaren Start in den Beruf, denn das war meine erste große Rolle am Thalia Theater und dann gleich mit Inge Meisel, dem großen Publikumsliebling der Hamburger. Und besser hätte es für mich nicht anfangen können. Peter, Sie sind dann den klassischen Weg gegangen, denn Sie haben das klassische, das große Theater gewählt, sind an die Wiener Burg gegangen. Frau Meisel ist einen anderen Weg gegangen. Ja. Ist das unter Schauspielern umstritten? Nein, das ist nicht umstritten. Das war Ihre Entscheidung. Eine Schauspielerin ihres Kalibers hätte natürlich auch in dem veränderten Thalia-Theater immer lohnende Aufgaben gefunden. Sie wollte es anders und ich bin ganz sicher, sie muss das auch nicht bereuen. Gehen Sie den unkomplizierten Weg zu ihr weiter. Ja. Dankeschön, Peter Striebeck. Ich danke dir, Peter. Danke. Stimmt doch, ne? Ja. Stimmt doch alles. Und da war ja nichts. Nein, gar nichts. Dr. Christina Weiß nicht vorzustellen. Nicht-Hamburgern stelle ich sie jetzt schon vor, denn sie ist die Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg. Guten Abend, Frau Dr. Weiß. Frau Weiß, wäre Frau Meisel eine gute Politikerin geworden? Mit Sicherheit. Sie ist eine Diplomatin. Trotz allem hat sie Mut zur aufrechten Haltung. Und sie sagt immer alles geradeaus. Wenn jemand beleidigt ist, bringt sie es mit ihrem Charme dann gleich wieder fertig, ihn zu besänftigen. Sie ist aber auch wie ein gutes Kunstwerk. Sie ist verführerisch und widerständig zugleich. Sie ist mutig, eigensinnig und zeitlos. Es gibt noch eine Rose für den virtuellen Gabentisch. Ein besonders edles Geschenk aus Italien. Hier ist Filippa Giordano. Comme une côte apprivoisée, et c'est bien en bas qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien n'y fait menace prière, l'un parle bien, l'autre se tait, et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Je t'aime, si je te mets en garde à toi.
connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te mets, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Es ist mir eine große Ehre. Mille grazie. Ah. Oh. Vielen, vielen Dank. War eine große, große Freude für mich. Der Gratulant, der jetzt kommt, der hat fast gleichzeitig mit unserem Ehrengast heute Abend Geburtstag. Er feierte letzte Woche seinen Geburtstag, seinen 75. Und Sie, verehrte gnädige Frau, haben über ihn gesagt, wenn der mal aufhört, dann will ich auch nicht mehr. Gott sei Dank hat er es nicht gemacht. Herzlich willkommen, Heinz Reinke. Was? Den Kuss gleich hören. Ja, ich höre. Halt die Rede. Ja. Oh. Kommen Sie. Guten Abend, Herr Reinke. Guten Abend. Sie haben viele große Dinge zusammen gemacht und Sie sind der einzige Mann, der so in der letzten Zeit gemeinsam mit Frau Meisel im Bett unter einer Decke gelegen hat. Wie war es denn? Sehr nett. Ach so. Ja, ja. Und spannend. Spannend. Ja, sehr. Wir haben ein paar herrliche. Wir gucken es gleich an. Was ist denn das? Ihre Tochter. Seit 6 Uhr früh macht sie Hausputz vor meiner Schlafzimmertür. Sie wollten doch eine perfekte Putzfrau haben. Nun haben Sie sie. Immerhin ist meine Tochter so rücksichtsvoll, ihre Mutter ausschlafen zu lassen. Ich möchte aber auch ausschlafen. Und zwar jetzt. So, rutschen Sie mal rüber. Wie bitte? Sie sollen Platz machen, da breit genug ist Ihr Bett ja. Sie sind wahnsinnig geworden. Eine bessere Gelegenheit, Ihrer Tochter das glückliche Paar vorzuspielen. Wir kommen hier so schnell nicht wieder, was? Na gut, kommen Sie rein, aber nicht zu nah. Ja? Du, Mutter, euer Haus ist ein unsäglicher Schweinestall. Müssen wir das unbedingt jetzt besprechen? Sonst wuselt dieser Kerl ja ständig um uns herum. Er wuselt auch jetzt herum, mein Kind. Aber sehr viel lieber würde er endlich weiterschlafen. Vielleicht sind Sie so gut und nehmen auf Ihre Mutter und mich ein bisschen mehr Rücksicht. Ja, aber... Wenn Sie sich unbedingt gestalterisch betätigen wollen, schneiden Sie von mir aus die Hecken im Vorgarten. Hier drinnen ist bis 11 Uhr Nachtruhe. Du hast es gehört. Ich glaub's nicht. Heinz Reinke, entspricht das Ihrem Verhältnis ungefähr? Uns beiden? Ja. Immer. Spannend, nett und verschiedene Ansichten. Wir necken uns. Mhm. Also wir sagen nicht schwierig, solche Ausdrücke gebrauchen nicht, aber necken tun wir uns. Ja, und da fällt mir etwas ein. Ich wollte eigentlich ein lyrisches Gedicht von Ringen, das ist so zu lyrisch. Passt gar nicht so. Aber ich habe vor Jahren am Burgtheater mal gespielt, das Stück Tabula Rasa von Sternheim. Und das spielte keine Rolle, da war ich ein Mann. Noch, das war noch Zeiten, da hieß ich auch so, Ständer. Und der sagte, Inge, das passt zu uns beiden, Neid liegt mir fern, Gram suche ich nicht, ein Schuss Bosheit hier und da bekommt mir. Na, stimmt das nicht? Genau. Inge. Genau.
Engelein, im Schweiße meines Angesichts drehen wir noch ein paar Filme zusammen. Ne? Aber ja, das tun wir. Wir fangen ja im Juli schon an. Gut, danke dir. Danke. Tschüss allerseits. Sind Sie verwandt oder verschwägert mit unserem Ehrengast? Nein, leider nein. Haben Sie schon einmal mit ihr gespielt? Nein, leider auch nicht, aber wir sind ja beide im besten Alter, also bin ich guter Hoffnung. Meine Damen und Herren, hier ist Dirk Bach. Das geht so weit. Das geht so weit. Danke. Danke vielmals. Dirk. Ja, schön. Als Sie gefragt wurden, ob Sie kommen, haben Sie sofort gesagt, jawohl, es ist mir ein Bedürfnis, es muss sein, ich will kommen. Ein Bedürfnis ist eine Ehre, ich muss wieder auf die Knie. Ich kann eigentlich nur auf den Knien bleiben. Nein, 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 ich stehe jetzt auf. Komm wieder hoch. Jetzt sind wir beide gleich groß. Ja, das ist richtig. Ja. Genau. Das ist aber auch das Einzige, was wir gemeinsam haben. Das stimmt. Ja, man muss es ja so erklären. In den 60ern, da war ich gerade 5 und mein großes Idol war eigentlich der Hase Cäsar. Da gab es diese neue Serie, die Unverbesserlichen. Ja. Und ich habe damals natürlich nicht verstanden, dass da ein großer Autor am Werk war. Ich habe auch nicht verstanden, dass da ein wunderbares Ensemble miteinander spielte. Aber ich bin halt an einer Figur hängen geblieben, diese Mutter Käthe. Da war irgendwas, das habe ich damals nicht verstanden. Als ich ein bisschen größer wurde und mehr gesehen habe und dann natürlich auch die ersten eigenen kleinen Schritte gemacht habe auf den Brettern, da habe ich es dann verstanden. Das war diese Wahrhaftigkeit im Spiel. Und heute ist der Hase Cäsar nicht mehr ganz so wichtig für mich, aber Sie sind immer noch das, was Sie immer für mich waren. Meine Schauspielgöttin. Oh, das lasse ich mir gefallen. Schlimm genug, dass du nicht weißt, was Verantwortung ist. Sonst wirst du nicht mit 7 Weibern auf einmal rumziehen. Jeden Tag eine andere. Ja, und sonntags 2. Das ist doch wohl deine Sache, Mann. Nein, das ist es nicht, mein Kind. Er ist 24 Jahre alt. Wird wirklich Zeit, dass er endlich mal sich ein anständiges Mädel sucht. Doch, wieder diese Arie. Jawohl, das doch zu dir Mama, hält. Mama, halt mir doch nicht immer eure Ehe vor. Du, Papa und ich, wir haben aus unserer Ehe gemacht, was wir konnten. Wir beide, wir brauchen nicht miteinander zu reden, um uns zu unterhalten. Aber dazu muss man wohl 34 Jahre verheiratet sein, mein Junge, um so etwas zu begreifen. Ihre Filmkinder in den Unverbesserlichen. Heute ein ganz kleines bisschen erwachsener. Monika Peitsch und Gernot Endemann. Liebe Inge, wir haben hier eine Überraschung noch mitgebracht. Liebe Monika. Wir haben herausgefunden und haben ihn mitgebracht, mein Kind und dein Enkelkind aus Berlin, Michael Hornoff. Das gibt es nicht. Ja. Wissen Sie noch, wie Sie aufgeklärt wurden, Monika? Nein, ich glaube, ich wurde nie aufgeklärt. Das ist ein anderes Thema, da müssen wir mal extra drüber reden. Michael, können Sie sich noch erinnern? Nein, nein. Wir können uns aber erinnern, wie Sie aufgeklärt wurden. Nämlich von... Vielen Dank, Monika Peitsch. Vielen Dank, Michael Hornauf und Gernot Endemann. Danke. Liebe Frau Meisel, Sie haben einmal, als Sie einen jungen Liebhaber suchten für die Theaterinszenierung Harold and Maud, konnten Sie sich nicht entscheiden zwischen zwei jungen, sehr gut aussehenden Schauspielern. Schließlich hat einer von beiden es Ihnen leicht gemacht, indem er gesagt hat, ach, eigentlich würde ich sowieso lieber Sänger werden. Das ist er auch geworden. Dabei ist er ein großer Schauspieler geblieben und er ist heute Abend für Sie hierher gekommen. Herzlich willkommen, Klaus Hoffmann. Für einen Traum könnte ich fliegen, für ein Lied zugrunde gehen. Ich lasse jeden Zauberer in meinem Garten. Wäre ich ein großer Mann der Macht, ich würde nach den Betteln sehen. Von dem ärmsten Narren ließ ich mich beraten. Schon als Kind liebte ich barfuß mit ohnmächtigem Mut. Ich hatte nichts und wollte alles geben. Die Angst war klein, der Hunger groß, ich warf mich lachend in die Flut.
als wenn es gar nichts wäre, als wenn es gar nichts wäre. Ich konnte lieben ohne Grund, ich konnte staunen ohne Sinn. Meine Welt passte auf eine Kinoleinwand. Die Götter hießen John Stan und Ollie Arrow Flynn. Sie schenkten mir ein Lebensbuch mit buntem Einband. Ich war wie sie, ich war unsterblich, war ein Kind, ich hatte Glück. Es war ein Spiel, was sollte ich verlieren? Ich gab mich hin, so lichterloh, und brannte jeden Augenblick. Als wenn es gar nichts wäre, als wenn es gar nichts wäre. Doch mit den Jahren kam die Klugheit, mit der Zeit kam die Vernunft. Und Tag verblassten meine Bilder. Weil doch nichts blieb als Einsamkeit, nahm ich mein letztes Kunterbund, ging auf den Markt der Schwerter und der Schilder. Da sprachen Narren, die Gelehrte, Idioten wie Genies, von Wahrheit und von kolossalen Pflichten. Und um nicht ganz allein zu sein, bot ich mein Kinderparadies, als wenn es gar nichts wäre, als wenn es gar nichts wäre. Jetzt sah ich aus wie jedermann, das Leben nahm ich in die Pflicht, wohl kalkuliert, die Welt war für mich klaro. Die Lippen schmal, die Augen matt, ich wurde ernst und ordentlich und trug mein Karo, na, dann trug ich eben Karo. Bis nichts mehr ging, weil's alles gab, ich weiß den Tag noch ganz genau, da sah ich mich in einem aufgebrochenen Spiegel. Ich hatte mein Glitzerzeug getauscht gegen ein sicheres Grau im Grau, als wenn es gar nichts wäre, als wenn es gar nichts wäre. Lass meiner Seele Schwere los, mein Herz macht deine Fenster auf, Derwisch und Magier kommt in meinen Garten. Ich lass das Kind nicht mehr allein nach all dem Sommerschlussverkauf. Ich schlaf bei den Verrückten und den Zarten. Ich will lieben wie als Kind, barfuß und mit großem Mut, jeden Tag, als wär's der letzte von den Tagen. Dann immer wieder, glaub mir, mit dir spring ich lachend in die Flut, als wenn es gar nichts wäre, als wenn es gar nichts wäre, als wenn es gar nichts wäre. Freunde, konnte sie leider nur zwei Filme machen. Radia! Na, Jan! Immer noch so schön wie Sinfonie von Mozart oder von mir. Radia! Ja, Jan, eine Sekunde, ich möchte es vorstellen. Meine liebe Dolores! Nein, Denise. Hey, Denise, verzeih mir, herrlichstes Bild meiner Vergangenheit. Wie konnten Sie wissen, dass ich in Madrid bin? Oh, fragen Sie lieber, wie kann man nicht wissen, dass Sie in Madrid sind? Oh, welch herrlicher Gedanke, mich einzuladen nach so langen Jahren. Nein, sagen es fett und verkürzte Lebenserwartung ohne. Hör mal, ich kenne eine Menge fetter alter Damen. Weil du zwar alt bist, aber Gott sei Dank nicht fett, erlaube ich nicht, dass du dir mutwillig schadest ohne. Mit. Ich komme wieder, wenn Sie sich geeinigt haben. Herr Ober, wir haben uns geeinigt. Mit. Mit? Du machst dich lächerlich. Ich? Sturheit, dein Name ist frei. Ist was? Steht dir ganz gut, dieses Kleid. Vielleicht ein bisschen zu jugendlich für dein Alter, aber steht dir ganz gut. Du rauchst? Ja. Aber nicht in meiner Gegenwart. Dann muss ich dich davon befreien. So, zwei große Espresso. Dann müssen Sie alleine trinken, den mit und den ohne. Da liest unser einer immer Tipps, wie behandle ich die Männer richtig. So geht es. Das war Karl-Heinz Schroth. Hier ist Barbara Schroth.
Und jetzt? Du warst doch bei mir unten in Italien. Und du hast doch was verloren. Hier sind sie. Die Ohrringe? Ich hab sie dir zurückgebracht. Da sind sie. Liebe Frau Meisel, es gibt einen Mann, der wäre heute Abend furchtbar gerne bei Ihnen. Aber er weilt in Amerika und deswegen hat er einen Videogruß geschickt. Wie man ihn kennt. Kurz und bündig und auf den Punkt. Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Liebe Ine Meisel, manchmal im Laufe der Jahrzehnte habe ich bedauert, dass ich für Sie zu jung war. Aber umso herzlicher mein Glückwunsch zu Ihrem ganz großen runden Geburtstag. Es gibt einen Mann, der steht mit 96 Jahren noch auf der Bühne. Er dreht Filme, er singt. Und er ist heute Abend hier. Johannes Heesters! Mein Geburtstagskind. Ich habe keine Blumen mitgebracht, ich habe gar nichts mitgebracht für Sie, aber ich habe ein Lied mitgebracht. Sie haben die Menschen zum Lachen gebracht. Im Kino, auf der Bühne, bei Tag und bei Nacht. Arbeit heißt Leben, in Liebe vereint. Die Zeit ist eine Freundin, die's gut mit dir macht. Sie werden 100 Jahre alt, das kann ich ihr sagen. Darauf trinken wir ein Gläschen Wein, das Leben ist schön. Sie werden 100 Jahre alt, darauf können wir bauen und irgendwann im Himmel dann werd ich euch wiedersehen. Danke dir von ganzem Herzen. Liebe Inge, ich freue mich, dass ich bei dir bin. Bleib bei mir. Ja, in Ordnung. Lege es in meinen Händen, würde ich noch lange nicht gehen. Außerdem möchte ich Ihnen vieles gestehen. Dauerte unsere Bekanntschaft auch nur für kurze Zeit, muss ich doch ehrlich sagen, ich hab mich sehr gefreut. Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen. Der Anblick wird mir unvergesslich sein. Doch möchte ich dies Geständnis nicht versäumen. Mit Ihnen könnte ich glücklich. Ich habe so viel Wünsche im Geheimen, die sollen einmal in Erfüllung gehen. Ich möchte jede Nacht von Ihnen träumen und warten auf ein Wiedersehen.
Welche Wünsche sind in diesem Augenblick noch offen? Wenn ich 97 werde, dann habe ich 80-jähriges Bühnenjubiläum. Das ist eins. Das ist dann 98 und 99 und dann warte ich auf die 100. Ja? Ja, dann bin ich bei dir. Und darauf warte ich. In Ordnung. Dann gehen wir beide in die 100. Wunderbar. Ja, ja. Ich gratuliere dir und danke. Bedanke mich bei dir für deine Freundschaft. Ja. Danke. Alles Liebe. Es gibt einen Mann, der Inge Meisel viele, viele Jahre auf ihrem Weg begleitet hat. Als enger Freund, als Vertrauter. Er war an ihrer Seite, als sie ihren Mann verlor. Und er hat die Verantwortung für sie übernommen. Professor Gyula Trebic, ich bitte Sie um einige Worte. Liebe Inge, ich bin nicht nur dein Freund, ich war auch dein Produzent. Und hier in diesem Atelier 3 haben wir genau vor 50 Jahren den Film Wehe dem, der liebt, mit dir gedreht. Das war ein Beginn und es folgten viele schöne Produktionen. Und ich bin sehr glücklich, das hier heute dir alle sagen zu können. Es war für mich sehr schön, als ich die Einladung für heute bekommen habe. Und da stand Donner Liedchen, Inge Meisel wird 90. Ehrlich gesagt, so genau wusste ich nicht, was ist Donner Liedchen, was versteht man darunter. Aber dann habe ich in Duden nachgesehen und da steht, es bedeutet etwas Erstaunliches. Und es ist so, Inge. Du bist für uns alle erstaunlich. Es ist wunderbar, dass du da bist. Und ich hoffe und wünsche, dass du dir immer treu bleibst. Ich danke dir. Dankeschön. Ihr Herzenswunsch, so wurde uns gesagt, soll sein, einmal mit Alain Delon in einem Film zusammenzuspielen. Stimmt das? Ja, sehr. Er ist einer der größten Schauspieler, die ich kenne. Und eine der großen Persönlichkeiten. Es ist uns gelungen, nein, Frau Meisel gemeinsam mit Herrn Delon, dank der modernen Technik, in einem Film zu sehen. Und das sehen wir uns jetzt an. Was? Ich wünsche mir, ich hätte zum Beispiel so gerne einen Wagen. Aber erst nachdem ich alles habe, was wichtig ist. Damit meine ich eine feste Stellung, eine Wohnung und ein sorgenfreies Leben für meine Familie. Aber das ist es doch gar nicht. Im Grunde hat es doch schon viel früher angefangen. Junger Mann, der heiratet, lässt doch seine Frau nicht weiter bei ihren Eltern wohnen und er wohnt bei seinen, nur damit es billiger ist und er für ein Auto sparen kann. Du darfst mir nicht böse sein. Aber wenn ich dich ansehe, tut mir immer das Herz weh. Ach, trotzdem kannst du sagen, was du willst. So fängt man einfach keine Ehe an. Dieses ewige damals, nein, noch kein Kind. Mein Gott, wenn man jung ist und lieb, dann kann man doch nicht immer alles nur planen. Alles nach der Uhr, immer alles überlegen. Aber man darf keine Angst haben. Und du siehst immer aus, als ob du für etwas Angst hättest. Wie du es auch drehst und wendest. Immer nur arbeiten, um alles abzuzahlen. Größte Fernsehtruhe, schönsten Eisschrank, herrlichste Waschmaschine und eines Tages, da haben sie alles, ja? Aber dann sind sie auch am Ende. Ich hätte Vertrauen. Du musst keine Angst haben. Du musst immer vertrauen. Ja. So hätte Ihr Film aussehen können. Liebe Frau Meisel, ich weiß nicht, ob Sie Ihre Rosen heute Abend schon nachgezählt haben, aber eines weiß ich ganz sicher. Eine fehlt noch. Oh. Wollen Sie sie mir übergeben von ihm? Es kommt besser.
Ihr Traummann ist hier. Nein, ganz privat. Für Sie heute Abend aus Paris angereist. Bonsoir, Monsieur Alain Delon. Eine Rose für dich. Ja? Von Paris. Ja, grazie. Ich bin sehr, sehr happy. Merci beaucoup. Happy birthday. Wer jetzt denkt, ich würde eine kleine Rede halten, der irrt sich wirklich. Denn dieser Abend hat mich eigentlich fertig gemacht. Und das ist mir nicht oft passiert im Leben. Und ich habe große und schlimme Abende erlebt. Aber ein Abend, der mich so zum Zittern gebracht hat, wie heute Abend. Nein, an den kann ich mich nicht entsinnen. Und darum möchte ich heute nur Danke sagen dem NDR, der mir diesen Abend geschenkt hat, meinem großen Fernsehpublikum, das mir die Treue gehalten hat und meinen von mir geliebten und geschätzten jungen Produzenten Trebitsch Junior, dem ich das zu verdanken habe, dass Sie gekommen sind. Aber ich möchte noch etwas sagen und das ist der Schluss für mich, für diesen Abend. Ich möchte mich bedanken bei einem Herrn da oben, der mich hat 90 Jahre werden lassen und mir dieses Geschenk des Abends gemacht hat. Danke sehr.